Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Mit Knut Elstermann. Die letzte reguläre Sendung hier aus der Maxbar. Seit Freitag sind wir hier vergangener Woche und haben jeden Abend Gäste hier begrüßt. Auch die jungen Männer, die hier jetzt bei mir stehen, waren schon mal da und voller Hoffnung. Und es war auch eine große Aufregung, denn dieser Film geht alle ganz direkt an, ganz besonders natürlich in Berlin. Und nach Berlin gehört dieser Film auch, Neukölln Unlimited. Und warum haben wir sie nochmal eingeladen? Die hier in der Maxbar sind, die sehen den Grund, der steht hier nämlich. Ich würde mal sagen, es ist ein ganz besonderer Bär, nicht einfach nur Gold, Silber, gibt es ja auch irgendwie eine ganze Menge. Sondern also, es ist eine richtige, schöne Handwerkerarbeit. Wahrscheinlich mundgeblasen, vermute ich mal. Was ist aus Glas, dieser Bär? Und das ist nämlich der Preis, der gläserne Bär in der Reihe Generation. Und damit begrüßen wir sehr herzlich den ersten Bär dieses Abends. Geht also an Neukölln Unlimited. Freue mich sehr, dass die Schöpfer hier bei uns sind. Regie, Agostini Imondi, Dietmar Ratsch und einer der Helden dieses Films, Hasan Akur. Schön, dass ihr da seid und ganz herzlichen Glückwunsch. Schönen Preis. Vielen Dank. Ihr wart damals natürlich, als ihr hier bei mir wart, noch ganz aufgeregt. Man wusste ja auch nicht, wie der Film ankommen wird. Wie werden die Leute reagieren auf so eine persönliche Geschichte über so eine interessante Familie aus dem Libanon, jetzt eben in Neukölln lebend. Wie waren die Reaktionen? Hasan, wie warst du bei den Screenings? Also ich war auf jeden Fall die ganze Zeit aufgeregt und ich habe mir auch alle, also ich habe mir jedes Mal den Film wieder angeguckt. Und es war für mich immer wieder ein Erlebnis, diesen Film zu sehen, obwohl das einfach nur bessere Erinnerungen sind. Und ja, ich freue mich wirklich sehr über den Preis und ich bin sehr glücklich. Deine Schwester hat neulich mal so schön gesagt, auch bei allen Schwierigkeiten, die ihr hattet, als Familie, die immer wieder abgeschoben wurde, zurückkommt, immer noch in einer unsicheren Situation lebt. Sie hat sich noch nie so wohl gefühlt in Deutschland wie jetzt gerade. Geht's dir auch so? Auf jeden Fall. Also die Leute schauen einen an und sehen in einem nicht mal den Immigranten, sondern sehen jetzt eine Person, einen Charakter, der hier wirklich aufgewachsen ist und stark geworden ist. Und der hier was geschafft hat und das freut mich natürlich. Ja, schöner kann man eigentlich das Ziel dieses Films überhaupt nicht beschreiben, Dietmar, denke ich mir. Ja, also wir sind total überglücklich und bevor wir weitermachen, wir wollen ja ein Geschenk machen mit unserem T-Shirt, das auch gleichzeitig unser Statement ist hier. Vielleicht liest es mal vor, Hasan, was da draufsteht. Ein Muslim, don't panic. Vielen Dank, schönes Motto. Vielen Dank, bin sehr gerührt. Dankeschön. Danke. Super. Zurück zu dem, was der Film erzählt, weil es vielleicht auch noch nicht jeder weiß. Er kommt auch ins Kino, ist übrigens eine RBB-Produktion. Das hat aber mit dem T-Shirt hier überhaupt nichts zu tun, auch keine Bestechung, nichts. Sondern es ist eine Produktion, die mitten in der Stadt passiert. Vielleicht erzählt ihr erstmal nochmal, was das für eine Familie ist und warum die für euch so wichtig war. Warum ihr den Film machen wolltet über sie. Also wir wollten den Film mit der Familie machen, weil sie einfach außergewöhnlich ist. Also das erste Mal, wo wir sie getroffen haben, wussten wir, die haben irgendetwas. Also man redet manchmal von Stars, die das gewisse etwas haben und das hatten halt diese drei. Und deswegen wollten wir unbedingt einen Film mit denen machen. Also diese drei sind irgendwie drei Kinder dieser Familie, die ja sehr kreativ auch sind, die sich auch, wir haben sie gerade gehört, engagieren wollen, die sie integrieren wollen. Warum funktioniert das nicht? Warum geht das nicht so einfach? Ja, das liegt an der Politik. Ja. Und also wir wollen wirklich einen großen Appell mal an die Politiker richten, weil das ist ein Wahnsinn, wenn eine Familie hier 18 Jahre lang lebt und irgendwie aufgrund der rechtlichen Lage immer noch jeden Tag Angst haben muss, abgeschoben zu werden. Das ist ein Wahnsinn, das muss geändert werden. Und diese Angst, der Film wird da hoffentlich auch einiges bewegen, denke ich mir, wenn er auch ins Kino kommt. Diese Angst, die ist allgegenwärtig, auch im Film, aber man merkt eben auch, Hasan, wie ihr mit der Angst umgeht. Also ich denke mir, all das, was ihr macht und so kreativ wie die Familie ist, also ob Theater gespielt wird, Hip-Hop gemacht, getanzt wird, ist das auch so ein Mittel gegen die Angst und gegen die Unsicherheit? Auf jeden Fall. Also wie ich auch in dem Film sage, ich sage es zu meinem Freund Sebastian, er ist auch ein professioneller Tänzer, also ich sage zu ihm, dance to forget. Und das ist auch sozusagen wirklich wahr. Ich tanze, um an andere Sachen zu denken, und nicht immer an die Probleme. Und das ist wirklich, also Kunst ist wirklich dazu da, um sich auszudrücken und auch die Ängste und Sachen, die man erlebt hat und nicht, an die man nicht immer denken möchte, zu vergessen. Jetzt ist es schon so weit, Hasan, jetzt kannst du schon selber zitieren, ne? Wie ich in dem Film schon mal sagte. Ne? Also sowas ist jetzt schon gekommen. Noch ein letztes Wort vielleicht auch zur Machart des Films. Das ist ja jetzt nicht einfach ein herkömmlicher Dokumentarfilm und schon gar keine Fernsehdokumentation, sondern ihr habt ja auch versucht, dem Elan, der Energie der jungen Leute visuell zu entsprechen. Ja, also wir haben unglaublich viel Drehmaterial, aber wir haben eine Form gefunden, ich sage immer dazu, beobachtender, narrativer, selbsterzählender Dokumentarfilm. Hey, bitte nochmal kurz auflösen, den Begriff. Ja, da muss noch ein Name für gefunden werden, aber es ist halt Dokumentarfilm, also im besten Sinne in unserer Sicht. Und es wird sehr schnell erzählt, ohne halt Off-Kommentar und dazu haben wir noch wunderbare Animationen von Benjamin Kniebe verwendet. Genau.
Genau, also passt natürlich wunderbar dazu, also diese comichaften Illustrationen in eurer Familiengeschichte vor allem. Keine Rückblenden, sondern es wird rückgezeichnet gewissermaßen. Der Film kommt ins Kino und zwar am 8. April und ich denke mir, dann gibt es überhaupt kein Halt mehr in Neukölln. Also da könnt ihr euch nicht mehr auf die Straße ganz normal trauen. Freue mich sehr, dass ihr die ersten Gäste hier bei uns wart. Gratuliere nochmal sehr, sehr herzlich zum Gläsernen Bär der Berlinale. Der geht also an das Team von Neukölln. Bei uns waren Agostino Imondi, Dietmar Rath und Hasan Akkuş. Beste Grüße an den Rest der Familie bitte, ja? Alles Gute euch, danke. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Radio 1. Der Berlinale Night Talk.